Ja, wieso hat er vorne rot geleuchtet? Kann ja nicht. Doch, es hat vorne rot geleuchtet. Nee, irgendwas muss da passiert sein, weil es hat ja eben nicht geladen. Keine Ahnung. Manchmal reicht der Strom auch nicht aus. Zu wenig. Moin Leute, herzlich willkommen. Moin. Wo sind wir heute unterwegs? Zur Ölmühle. Erinnert ihr euch noch an das nette Gespräch in der AKF? Ich habe schon überlegt, ob wir uns eine kleine Küchenölmühle holen und daraus unser eigenes Sonnenblumenöl machen. Du musst jetzt dein Gesicht filmen, nicht meins. Sie ist nicht begeistert von der Idee, Leute. Nur wir hätten unser eigenes Sonnenblumenöl. Genau, und dieser Gedanke hat mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen und dann habe ich so ein bisschen gegrübelt und kam dann zu meinem ehemaligen Studienkollege Robert. Ich wusste, dass seine Frau eine Ölmühle hat. Da habe ich da angerufen und habe gesagt, wie sieht's aus? Kann man mal hinkommen? Kann man sich mal was pressen lassen? Und heute machen wir eine kleine Testpressung, damit wir eigenes Sonnenblumenöl haben. Klasse. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben keine Adresse eingegeben. Fahren wir ein Stück. Das ist ein riesen Komplex. Mit Stelle, alles drum und dran. Okay. Genau, und da kamen wir sozusagen zu der ganzen Idee, dass wir gerne unser eigenes Öl pressen lassen wollen. Und weil ihr habt ja auch untergeschrieben, Mensch, wir würden das auch gerne haben oder ich würde auch gerne was von dem Öl nehmen. Und da kommt der Gedanke eigentlich her. Und dann haben wir uns gedacht, ja, die machen auch Lohnpressung. Das heißt, wir können unsere Sonnenblumen dahin bringen. Und dann können wir auch unser Öl abfüllen lassen. In 250 Metern und können sehen, Ziel erreicht. Ja, beziehungsweise und können euch das dann an euch schicken. Wir wollen jetzt aber erstmal gucken, ob das Sonnenblumenöl schmeckt. Da gibt es so Unterschiede. Einige Arten eignen wohl sich nicht richtig zur Pressung von Öl, weil der Geschmack nicht richtig gut ist. Das gucken wir jetzt erstmal nach und dann sehen wir nachher weiter. Bis dann. Action. So, wir sind jetzt angekommen in Langenhanshagen hier an der Ostseemühle und wir haben jetzt hier Laura und Laura erklärt uns erstmal ein bisschen was über die Ölherstellung, was da so besonders bei ist. Ja, gerne. Ja, wir haben hier eine Ölmühle, das ist ein Kaltpressverfahren und im Prinzip ist es ganz simpel. Wir haben oben den großen Trichter, da kommen die Sonnenblumenkerne oder die Leinsaat oder was auch immer man gerade verpressen möchte rein. Das ist eine Schneckenpresse, in der Mitte dreht halt eine Schnecke, die können wir jetzt hier nicht gut erkennen, aber auf dem Bild so in etwa. Und drückt das Öl durch die kleinen Löcher. Dort fließt es raus. Hier unten sieht man den schönen Ölstrahl, wie er rauskommt. Das ist das Trüböl. Und vorne sehen wir einfach den Presskuchen, der rauskommt. Der sieht jetzt dunkel aus, weil das Sonnenblumenkerne mit Schale sind. Und den Presskuchen kann man eben auch wunderbar als Futtermittel zum Beispiel verwenden. Hat noch ganz viel Restölgehalt. Ja, und so funktioniert eigentlich das Kaltpressverfahren. Ganz wichtig ist, dass es nicht über 40 Grad passiert. Das ist wirklich unter 40 Grad, ist die Öltemperatur. Die können wir nachher auch gerne nochmal nachmessen. Und ja, Ölpressen ist eigentlich ganz einfach. Dann würde ich sagen, probieren wir mal einmal, oder? Tschüss. Schmeckt wirklich so krass nach Sonnenblume. Schmeckt wirklich so, wie eine Sonnenblume riecht. Verrückt, Leute. Echt verrückt. Laura hat uns vorhin schon erklärt, es ist ja jetzt noch relativ dunkel, aber die Trübstoffe werden sich ja noch absetzen und das würde sich sozusagen bei euch auch noch absetzen, bevor ihr es abfüllt. Genau. Ne? Ja. Damit das Öl, was nachher bei euch ankommt oder beim Kunden ankommt, auch ein bisschen klarer ist. Was sagst du zum Geschmack? Also mega lecker. Also ich finde es echt super. Also ich bin total positiv überrascht. Es ist total mild, weich. Und schmeckt tatsächlich so, als würdest du Sonnenblumenkerne essen. Also es ist super lecker. Und was sagst du zu der Idee mit dem eigenen Öl? Darüber reden wir später nochmal. Ja, das wird nachher halt noch deutlich heller werden. Ne? Es wird nicht so dunkel bleiben, wenn die Trübstoffe sich absetzen.
dann trennt sich das richtig. Also unten hat man richtig eine Schicht von den Trübstoffen, die dann dunkel sein wird. Und oben wird wahrscheinlich so leicht gräulich das Öl sich absetzen. Genau. Und das wird dann einfach nur noch abgefüllt. Was man auch sagen muss, hier ist alles komplett Handarbeit. Also hier gibt es nichts richtiges Industrielles, also keine Flaschenabfüllanlage oder so. Tatsächlich, das Öl wird dann auch mit Hand abgefüllt in Glasflaschen, genau. Mit Hand etikettiert. Ja. Richtig geil regional, muss man sagen. War schön shoppen. Was gab's für mich? Natürlich Nudeln. Aber ja, wir haben jetzt unser Sonnenblumenöl pressen lassen, Sonnenblumenkerne pressen lassen als Öl. Warum guckst du so kritisch? Ich wollte dich noch fragen, wie es denn so ist, dass ich die Idee hatte mit dem Sonnenblumen pressen lassen. Also wir haben jetzt unsere Sonnenblumenkerne pressen lassen als Öl und haben jetzt ein paar Flaschen abgefüllt mitgekriegt. Wir haben 5 Stück mitgekriegt. Musst du unseren mühligen Kofferraum füllen? Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall war es super lecker, sehr mild. Die Kerne haben ja schon sehr gut geschmeckt, deswegen hatten wir ja auch gehofft, dass das Öl auch sehr gut schmeckt. Ist wirklich sehr gut. Jetzt muss das natürlich noch ein bisschen sich setzen und so. Aber das wird, Leute. Das wird. Ja, ist halt auch wirklich schön. Wir waren hier ja noch Kuchen essen. Ich weiß nicht, einige haben das vielleicht auch in der... Wir haben euch ja ein bisschen bei Insta auch noch mitgenommen. Die haben nämlich einen total schönen Hofladen hier und so. Ein paar Details blenden wir euch jetzt auch noch ein. Ich habe ja noch ein paar Detailaufnahmen gemacht und so. Aber ist auf jeden Fall schön. Also wenn man mal hier auf der Ecke ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall mal vorbeizukommen. Wie heißt der Ort? Langenhanshagen. Langenhanshagen, ne? Langenhanshagen, genau. Langenhanshagen. Ist auch ein wirklich komplizierter Name. Aber ist wirklich schön hier. Also wenn ihr mal auf der Ecke seid, lohnt sich das definitiv. Genau, wir haben Ideen gesammelt. Wir haben Ideen gesammelt für die Zukunft. Also ich glaube, der Sonnenblumenöl ist nur ein Anfang. Ich denke auch. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Ich glaube, also mir hat es sehr geschmundet, weil man muss sagen, es toppt all das, was man bis jetzt im Laden... Also es ist, als wenn man im Sonnenblumenkopf beißt. Es ist so geschmacksintensiv, oder? Wie es nach Sonnenblumen schmeckt, das ist einfach der Wahnsinn. Das gut. Ist einfach so krass, also freut euch drauf. Wir versuchen das zum Weihnachtsgeschäft noch hinzubekommen. Wir gehen gleich nochmal rein, wir müssen uns noch verabschieden. Und dann gucken wir, dass das vielleicht Anfang Dezember für euch erhältlich ist. Das wäre natürlich mega geil. Genau. Gut, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Freut euch auf das Sonnenblumenöl, das wird so geil. Also Leute, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Achso, bleibt sauber.